Peace, Freunde, was geht ab und herzlich willkommen zu einem erneuten Video auf meinem Kanal. Ich stehe auf einem Freitagabend, ich stand eben 14:1, habe dann jetzt leider ein Spiel verloren und dann dachte ich mir, ich hatte ja eh nur gesagt maximal 14 Siege, da bleibe ich auch erstmal bei. Ich stehe zwar relativ gut gerade mit 14:2, könnte noch die 16 oder die 18 Siege angreifen, aber ich werde erstmal alle Spiele aufgeben, weil ich die Rewards fürs Video ja haben möchte und wir haben es gerade bei mir 5:07. Ich schaffe es zeitlich nicht übers Wochenende. Deswegen werden wir jetzt alle 4 restlichen Spiele aufgeben. Ich glaube, 16 Siege wären halt easy drin und 18 Siege könnte man sogar auch angreifen. Kommen wir erstmal zum Mittag-Content. Wir haben unsere 2 POTM-Karten bekommen. Einmal Mohamed Salah mit 998. Ich sage einfach mal mit einer glatten Mio, die wir hier bezahlen müssen. Gerne auch eure Meinung reinschreiben. Footbin-Statistik 1790 Likes zu 700 Dislikes. Also es ist in Ordnung, die kommt nicht schlecht an. Die Trailblazers-Karte liegt bei 836, die Inform bei 575 und die POTM wirklich nur ein einfaches Inform-Upgrade bekommen und ist einfach mal dadurch 400.000 Coins teurer. Nur meine persönliche Meinung, 400.000 Coins mehr für ein Inform-Upgrade. Klar haben wir hier noch 8 SBCs, wir können uns die SBCs auch mal anschauen, was wir denn hier so für Packs bekommen, das darf man natürlich auch nicht vergessen. Haben wir ein Premium-Goldspieler-Pack, Prime Electrum, 30k-Pack, Mega-Pack, kleines 50k-Pack. Packs sind echt stabil, also nicht schlecht, muss man sagen. Aber ich glaube, selbst wenn man dann gar nichts zieht und einfach das Pech hat, gibt man hier Minimum seine 900 Minimum aus, außer ihr Packluck, aber das wird bei den wenigsten dann wahrscheinlich der Fall sein. Und ich glaube, ich würde persönlich dann halt eher mit einer Trailblazers gehen, die eigentlich 1:1 dieselbe ist, bezahle 100k weniger und kann sie auch wieder verkaufen und habe dann wieder meine Millionen, weil ihr gibt hier wirklich eine Million für eine SBC aus, die ihr auf dem Markt kaufen könnt. Nochmal 100k günstiger und wo ihr eure Coins dann auch wieder bekommt. Deswegen würde ich persönlich mir das zweimal überlegen, ob ich mir den, sage ich mal, mache oder nicht. Dann haben wir Lautaro Martinez mit 98.000. Die Inform-Karte liegt bei 40k. Hat ein gutes, also auch ein Inform-Upgrade bekommen. 98k, 140 Dislikes, 1300 Likes. Ja, hier will ich weniger was sagen. Also ich finde es gar nicht so schlecht. 4-4 haben wir hier auch. Das auf jeden Fall kurz zu Lautaro Martinez. Ich persönlich könnte mit dem nichts anfangen, nicht einbauen. Und ich habe vorne bessere Stürmer mit dem Griezmann Trailblazer, den ich an Trade gezogen habe. Deswegen kann ich Lautaro nicht so gebrauchen. Aber, Freunde, wir haben die Upgrades der Road to the Knockout Stage bekommen. Ihr erinnert euch vor 2,5 Wochen, wo ich euch mitgegeben habe, Götze für 16.000 bis 20.000 mitnehmen. Ihr könnt jetzt eure 89er Götze verkaufen, wenn ihr investiert habt. Hat jetzt einen super Preis mit knapper 38.000. Ansonsten hat Modric ein Upgrade bekommen. Hier bereue ich das. Ich habe mir einen Darmian damals nicht mitgenommen. So eine geile Karte einfach. Guckt euch mal die Stats an. Italien, Serie A sogar. Kann man super linken, vor allem auch mit Interspieler. Und dann haben wir Openda's Doppel-Upgrade bekommen. Den könnt ihr auch verkaufen. Hat 96 Pace, 85 Schießen. Also ich finde die Karte sehr, sehr geil. Hat leider nur 3 Sterne Skills, sonst wäre der für, glaube ich, einige deutlich interessanter. Aber nun gut. Dann haben wir De Paul auch noch mit einer 87. Haaland mit einer 94. Guckt euch mal die Karte an. 93 Pace, 96 Schießen. Das ist gestört. Hinsapia haben wir auch noch am Start mit 75.000. Hat auch eine ganz, ganz krasse Karte. Also guckt es euch mal bitte an. 87 Pace, 86 Defending, 85 Physis. Ist auch verrückt. Aber okay, das auf jeden Fall kurz zu den Road to the Knockout Stage Upgrades. Dann haben wir es 19 Uhr, Freunde. Wir haben das erste Team mit Kimpembe, sehe ich gerade sogar. Ginola und Karchawi. Okay, das sind diese 3 Paris-Spieler. Dreiecke aufzubauen ist Teil der Fußball-DNA. In Triple Freed kannst du mit Triple Freed Spielerobjekten und Heroes eigene Vereins-Dreiecke zwischen aktiven und früheren Fußballstars aufbauen. Zum Start von Triple Freed erhältst du außerdem ein seltenes Goldspieler-Pack mit 3x83+. Oh, Free Pack. Freunde, Free Packs für uns und guck mal, guckt euch mal an. Oben links steht Turniere. Da steht Testversion. Ich glaube euch sogar, dass es eine Testversion ist. Das ist das volle Game. 2 Monate knapp nach Release. Guckt euch an. Das ist, wir müssen FIFA neu starten. Unglaublich. Unglaublich. Und das auf der PlayStation 5 auch noch. Ich habe mich jetzt wieder beruhigt und wir öffnen jetzt unsere 14 Siege-Rewards. Das erste Mal für mich, glaube ich. Sonst habe ich ja immer Minimum 16 geholt, weil ich ja jetzt aufgegeben habe. Und ich hoffe mal, das erste Mal Packluck in den Rewards. Komm schon. Ich habe trotzdem gut abgeliefert. Ich stand zwischenzeitlich 14:1. Ey! Hä? Chat, ich habe 94 gelesen bei Rodman. Digga, ich habe kurz geschielt oder so. Keine Ahnung, was los war. Hä? No jokes, ich könnte schwören, da stand eine 94. Oh Gott. Erster Player Pick, Müll. Zweiter Player Pick. Hegerberg, Rating. Und dann schon wieder letzter Player Pick. Das ist so traurig.
Das ist so traurig. Das ist, egal. Ich will mich nicht aufregen. Habe ich genug gemacht. Super, super. Ein Screenshot machen für die Sammlung. Das waren schon mal wieder super Picks. Also die Pack Rate ist ja sowieso so tief. Aber ich habe extra Packs schon angespart, damit wir heute mehrere Versuche haben. 18 Packs habe ich. Und ich würde sagen, wir gehen rein und schauen mal, was bei rumkommt. Das war, glaube ich, erstmal Tapsoba. Oder? Ja, Tapsoba. Hunter und Shadow in einem Pack. Okay, das war ein Banger-Pack. Gerne die Kommentare schreiben, wie immer, wenn ihr was gezogen habt aus den Packs. Kleines 50k-Pack. Come on, ey. Muss ja nicht mal neue Eventkarte sein, aber einfach irgendwas Cooles reinpacken mal. Ist das jetzt Pop gewesen? Ja, okay, wir haben sogar unseren ersten Walkout jetzt gehabt. Untrade, aber nehme ich mit. Sonntag kommt die Hero SPC. Deswegen kann ich sowieso Futter gebrauchen. Seltenes Goldpack. Ah, Italien. LF. Kiesa? Nee, okay, skip. Okay, Prime Electrum Pack tradable. Es kommt nichts rum, ne? Spanien. Okay, Freunde, ich werde euch natürlich nicht alle Packs reinschneiden, weil das ist gerade echt nicht cool, was wir hier packen. Aber guck mal hier, wegen der Evolution, der geht für ein paar Coins. Die neue Evolutions schauen wir uns jetzt gleich auch an. Davor haben wir nochmal 82x2. Dänemark, ZDM, ist das Heugeberg. Come on, EA Sports, was soll denn der Geiz? Ich kann mit Spanien nichts anfangen. Seltenes Megapack Nummer 1 in diesem Tradable. Komm schon. Digga, das kann man skippen, also no front an Jayco. Aber das ist doch krass. 55k-Pack, einfach ein 83er Jayco. Machen wir weiter mit kleines 50k-Pack. Ich habe echt gute Packs gehabt, ne? England. Niemals Walker. Niemals. Naja, Walker existiert gar nicht. Also Real Talk, Walker ist, glaube ich, gar nicht in den Packs. Weiter geht's. Nächstes Prime Goldspieler Pack. Turki, Stürmer aus dem Prime Goldspieler, Freunde. Getave. Also zeig mal bitte das Pack. Zeig mal her. Ja, verrückt. Spanien, Junge. Spanien. Die ganze Zeit. Piss dich. Seltenes Megapack. Und weh, jetzt wird Spanien angezeigt. Digga, ich beende das Video. Italien. Torwart, Donnarumma? Ja, okay, komm. Donnarumma, mal endlich irgendwas hier. Kein Double Walkout leider. Deswegen skippen wir. Aber 87er tradable. Und dann noch Thiago Silva. Das war gut, das war super. 83x3, das Free Pack. Zeig mal her, kann das was? Alaba? Nee. Keine Ahnung, Real Talk. Zeig mal her. 83x3 und wir ziehen kein Walkout. Naja, okay, wir haben eine Triple-Treat-Karte, oder wie man sie nennt. Ja, die wird nichts kosten. Die liegt gerade bei 100k. Okay. Ich glaube, warte, die hat so eine Mindestrange bis 100k. Sollen wir wetten? Ich glaube, die fängt bei 150 erst an. Ich glaube, die hat eine Mindestrange von 150. Footprint zeigt es gerade nicht an. Aber okay, jetzt kommen meine Rewards-Packs. 100k-Pack. 100k-Pack, Freunde. Sollen wir wetten, kein Walkout? Sollen wir wetten? Brozovic. Hat er noch einen Walkout? Ich weiß es gar nicht. Hat er noch einen? Komm schon. 83er aus einem 100k-Pack. Aus einem 100k-Pack. Ja, Freunde. Die legendären 100k-Packs. Ultimatives Pack. Das soll noch besser sein. Frankreich. IV. Hat Potenzial. Ja, ne, Kimpembe geht ja nicht. Kimpembe ist doch gerade im... Ja... Im Dings. Wieder kein Walkout. 100k-Pack kein Walkout. 125k-Pack kein Walkout. Also, übersetzt, alles beim Alten. EA Sports, ihr funktioniert einwandfrei. Ihr habt euren Test bestanden. Machen wir das letzte Pack fürs Video. 85x3. Könnte nochmal knallen. Mit der Nase. Warte, zack. Come on. Keine Eventkarte, das ist schon crazy. England, ZTV. Nein, das ist 85er. Halt's Maul. Geil! Ist das krass. Wenn ihr euch fragt, Robby, warum zockst du die Weekend League nur bis 14 Siege? Das ist schon sogar zu viel. Ich hätte noch weniger zocken müssen. Ich hätte nur bis 11 spielen dürfen. Ist das krass. Und hier haben wir ein 33-Spieler-Pack. 3 garantiert mit 84 und eine Dreifachgefahr Hero-Leihspielerkarte. Okay, Freunde. Genug Packs geöffnet. Gehen wir rein in die Evos und schauen uns die mal an, die rausgekommen sind. Wir haben neue Evolutions bekommen. Und zwar haben wir einmal Dreifach-Upgrade. Man kann es nicht mal lesen. Guck mal, wie schlecht das gemacht ist. Ich muss heute richtig viel haten. So kann man es lesen. Und jetzt guck, wenn ich Kreis drücke. Schwarze Schrift. So kann man es lesen, aber so nicht. Naja, ist ja egal. Dreifach Gefahr AV-Profi. Booste einen RV mit 3 neuen Spielstilen. Und hier sehen wir zum Beispiel, das ist for free. Hier sehen wir zum Beispiel einmal Montiel, der am Ende so aussehen würde. Ja, ist erstmal in Ordnung. Wir gucken mal, was wir im Verein haben. Und tun mal so random Spieler
rein und schau mal Vasquez. Er hat aber auch zu wenig Defending und Physis, den würde ich jetzt auch nicht empfehlen, sage ich mal. Pedro Porro, zeig mal her. Ja, schon interessanter. Ist halt for free, ne? Man darf es nie vergessen, ist halt for free und erwartet da keine Ahnung, was für Karten. Aber for free sieht der Mann auf jeden Fall gut aus und der hat auch guten Pass-State. Und für mich ist das halt wirklich wichtig, dass die immer Richtung 90 Pace gehen, die Außenverteidiger. Zeig mal Baku. Ja, Baku hat auch gute Stats. Geht so ähnlich wie Pedro Porro. Was ihr nicht vergessen dürft, wir bekommen auch natürlich neue Angreifer-Evos noch. Erstmal wollen wir uns aber die Außenverteidiger anschauen, die heute erschienen sind. Wan-Bissaka ist so mit der Favorite wahrscheinlich von vielen. Wir gehen mal rein. Ryerson, können wir einmal die Centurions-Karte upgraden. Und wenn ihr, Chat, Bock auf den habt, ihr könnt mir sagen, was ihr wollt. Wahrscheinlich sogar die beste Karte von den neuen Evos. 86 Pace, 83 Defending, 92 Physis. Und wer ganz verrückt ist und keinen Bock hat, den vielleicht über oder als LV oder RV zu zocken, der nimmt den mit und wechselt den Ingame als 6er ein. Da wird der, glaube ich, alles rasieren. Der hat außer Schuss, der hat alles auf 80. Krass, und das for free. Ihr müsst den kaufen, könnt den upgraden. Und ich will mal kurz was schauen, aus Interesse, zeig mal her. Ryerson, ist die Centurions gestiegen? Ja, also guck mal, nehmt euch bitte alle Abstoß-Special-Karten mit. Bitte, kauft sie jetzt ein, für die Zukunft. Freunde, ihr hättet den gestern für 18 bekommen, könnt ihr jetzt für 27 verkaufen. Auch im Triple Treat-Event, wenn Karten bei Abstoßpreisen liegen, so unter 15.000 bis 20.000, so in dem Bereich schon, auch ihn hier, wenn der so Richtung 15 oder drunter fallen sollte, nehmt ihn euch mit. Früher oder später kann man die in die Evos benutzen und dann werden die steigen. Auch wenn es nur im Hype ist, sie werden dann steigen. Kierman wird keine 150, ja guck, sie hat nur eine 150er Mindestrange, deswegen wird aber einer der günstigeren Karten sein. Auch eine Greenwood von mir aus, nehmt euch die einmal mit in den Verein oder auch wenn wir jetzt Centurion 2 uns nochmal anschauen, ein Nondes könnt ihr euch mit in den Verein packen, weil er wird steigen, wenn er früher oder später dann eine ZM Evo, eine neue kommt, also eine Mittelfeld Evo, wird der zu benutzen sein, hat auf einmal Hullet Gang Stats und die Karte wird allein im Hype dann auf 20 plus ansteigen können. Auch ein Borno von Wolfsburg finde ich sehr interessant, kann man den schon upgraden? Ja, man kann den hier so reintun. Ah, ist aber nur ein mickriges Upgrade, sage ich mal, gewesen. Vielleicht kann man den in Zukunft auch nochmal upgraden, aber ansonsten einfach, um euch das mitzugeben, nehmt euch immer Abstoß, auch im Inform-Bereich, Abstoßkarten, sage ich mal, mit, weil man die dann auf jeden Fall abgeben kann. Zum Beispiel haben wir die Attacker Evos geleakt bekommen und da kann man wahrscheinlich einen Gonzalo Ramos abgeben, den man dann auch irgendwie Richtung 86, 85 upgraden kann. Und guckt euch an, als die Leaks jetzt rauskam, ist der, also klar, die sind allgemein gestiegen, die Informkarten, aber die sind jetzt alleine, ist der von 28 auf 32 angestiegen, weil das rauskam mit dem Leak. Und auch hier, wenn die Gonzalo Ramos Karte wirklich gut aussieht, er hat halt nur 2 Sterne Skills, ne, könnte der nochmal 37, 38.000 wert sein, die Informkarte, ist aber halt so ein bisschen mit Risiko verbunden. Aber Team of the Week Karten, die immer zu Abstoß geben, können in Zukunft alle irgendwie gebraucht werden für Evos. Das ist mir ganz wichtig zu sagen. Gerade sind allgemein alle Informs teurer, aber wenn ihr da den Zeitpunkt findet, auch bei normalen Special Karten, nehmt euch die mit. Früher oder später kann man die dann benutzen, upgraden und dann könnt ihr extrem viele Coins mitmachen. Wir haben Ryerson, dann haben wir Carpenter, Klingenberg, Grin, Bare, spreche ich nicht aus, scheiß drauf. Dann haben wir sie mit 76 Pace, bisschen schwierig. Sergio Roberto wenig Pace. Cavajal sieht gut aus, auch einer meiner Favorite-Karten. Natürlich, Chat, gibt es, also ist jetzt keine Endkarte so, ne, aber die ist for free, so muss man das bedenken. Und ich würde sagen, Platz 1 bis jetzt er hier, Platz 2 er. Außer wir finden noch mehr. Hat gereimt. Pedro Porro kommt dahinter. Masraoui wenig Pace oder ein bisschen weniger Pace. Bei Klaus gibt es halt die Europa League-Karte. Oh mein Gott! 88 Pace Dumfries, 94 Physis. Zeig mal bitte, wie viel die Goldkarte kostet. Ist die explodiert? Ja, 3,5. Guckt es euch an, bitte. 88 Pace, 94 Physis, 81 Defending. Ja, das ist meine Favorite-Karte. Da bleibe ich. Sogar vielleicht besser als Ryerson. Oh mein Gott, ist der krank. Was ein Upgrade, yay. Calabria haben wir von Mailand, aber ist jetzt nicht so mein Favorite. Dann machen wir weiter. Diego Dalot, sieht auch cool aus. Wan-Bissaka haben wir ja eben schon drüber gesprochen. Dachte ich, erstmal wird für einigen der Favorite sein. Dann habe ich halt Dumfries gesehen. Aber okay, gerne euren Favorite reinschreiben. Ich bleibe so Ryerson, Dumfries und Cavajal sind, glaube ich, so die drei besten, die gekommen sind. Dann zeig mal her, was haben wir noch bekommen? Haben wir überhaupt noch was bekommen? Oder war es das jetzt erstmal vom Content? Wir haben Ledley King bekommen. Unsere erste Triple Treat Hero SBC. 82 Tempo, 90 Defending, 81 Physis. Die SBC kostet wie viel? 390.000 laut Footbin. Joa.
ist erstmal, also auf den ersten Blick hört sich das nicht so viel an, Premier League sogar. Er kostet wie viel? 90.000. Hat aber plus 2 Pace bekommen, plus 1 Physis, plus 1 Defending. Und Thiago Silva liegt irgendwie nur bei 150, ne? Glaube ich. Zeig mal her. Thiago Silva liegt nur bei 147. Und er hat sogar mehr totale Stats und mehr Ingame-Stats. Da würde ich mit einem Thiago Silva gehen. Klar, Hero-Karte, Freunde, linkt man nochmal viel besser als ein Thiago Silva, muss man klar und deutlich sagen. Aber nur von der Leistung her mäßig ist ein Thiago Silva 200k günstiger und einfach, also über 200k günstiger. Und laut Stats nochmal viel besser. Deswegen, klar, hier habt ihr halt den Link, den könnt ihr in jedem Team reinpacken, so bei King. Aber Thiago Silva, der jetzt auch nicht schlecht linkbar ist, Brasilien Premier League, ist halt über 200.000 Coins teurer. Deswegen würde ich mir es mit Ledley vielleicht, also mit King vielleicht zweimal überlegen. Dann haben wir die Max 87 Icon SBC nochmal. Ich weiß nicht, ob ich sie mitnehmen soll, weil wir Sonntag das Hero Pack bekommen und keine Ahnung. Also Sonntag soll ja das Base Hero Pack kommen und darauf den Sonntag bekommen wir das 89 plus Icon Pack. Und beim 87 plus, ich habe ja schon Samrotta gezogen, da gibt es jetzt nicht mehr so viel für mich, was ich packen könnte. Deswegen glaube ich mal, lasse ich die Finger davon. Klar, ist jetzt nicht teuer, aber ich wüsste nicht, was ich da packen soll, was ich irgendwie einbauen könnte. Das will ich auf jeden Fall mitnehmen. 82 plus Team of the Week Profi-Wahl, das nehmen wir jetzt einmal mit. Ansonsten hat man hier, wenn man ihn noch testen will, hat man King einmal als Leihspieler. Dann haben wir sie hier bekommen als Rechtsverteidiger-Karte. Kann man die noch auf der ZM spielen? Ne, RM, LM. Okay. Sie kostet 19.000. Ja, brauche ich jetzt nicht sagen, ob sie sich lohnt oder nicht. Ist halt auch nichts wert. Kann man mit einer SBC relativ schnell abschließen. Nehmen wir nochmal das Team of the Week Pack mit. 3, 2, 1 und let's go. Zeig mal her. Ja, okay, heute ist irgendwie nicht mein Tag, ne? 84er Klaus, hier habe ich halt die Europa League Karte untrade. Schwierig. Dann können wir nochmal sehr viele Free Packs erspielen. Wir haben Madison noch bekommen hier, den man gerade nicht sieht. Doch, hier sieht man den, finde ich jetzt nicht so besonders mit 77 Pace. Ansonsten können wir uns halt, wie gesagt, hier coole Free Packs erspielen, sei es ein 83 Plus Pack, 80x5, 81x2, 82 oder 83x2 oder sogar 83x3 und am Ende gibt es ein 84x3 Pack. Was ich mir aber auch gerade bei den Objectives abgeholt habe, bei meinen Season Rewards, habe ich voll vergessen abzuholen. Also haben wir jetzt einmal noch ein Mega Pack, auch von den Objectives und dann habe ich ein 84x3 Pack. Das will ich auch nochmal zusammen mit euch öffnen. Hier haben wir jetzt Koulibaly drin, aber ja, Freunde, die Pack Rate ist dies ja allgemein sehr, sehr tief, deswegen will ich mich etwas weniger probieren zu beschweren. Und am Ende sammle ich genug Futter und kann mir dann, sage ich mal, das Icon Pack oder das Hero Pack am Sonntag for free mitnehmen. Hier haben wir eine Inform-Karte. Belgien, LM. Oh, Doku! Big! EA Sports, ich liebe euch! Big Pull! Alter, Freunde! Verrückt, ihr wisst, wer die letzten Videos geschaut hat und allgemein, ihr wisst, wie ich den liebe. Der liegt bei knapp 200.000 Coins. Woher kommst du denn? Main Team. Direkt ins Main-Team. Ich liebe den so. Ich habe die erste Inform-Karte gespielt und habe mich verliebt. Und jetzt kommt Doku so nochmal. Ansonsten, ich bin fertig für heute. Komm, gib mir nochmal, ich wollte sagen Trend. Aber Bukayo Saka Walkout nehme ich mit. Oh, Double. Double. Come on. Mbappé. Ich glaube auch immer noch dran. Komm ran, sei nicht schüchtern. Nee, noch eine Frau. Ich weiß nicht, wer das ist. Lavele. Real Talk, die zwei Karten sagen mir gar nichts. Ich habe die noch nie gesehen. Ich habe die beiden noch nie gesehen. Also in FIFA, ne? Ich habe die auch noch nie gezogen oder so. Die sollen wahrscheinlich nur, wahrscheinlich kosten ja nur SBC-Futter. Aber okay, ich bin zufrieden, Freunde. Wer noch investieren will, 89er unter 36. Hier würde ich ein bisschen vorsichtiger sein, weil ich glaube, die werden, wenn erst Richtung Black Friday in 10 Tagen steigen oder halt in 14 Tagen. Was ich interessant finde, ist 86er bis 88er Bereich. Wer hier einkaufen will, und kann man immer noch machen, geht 1000 Coins runter und vor allem jetzt, wo gerade viele Packs gezogen werden gegen 19 bis 22 Uhr, probiert die 1000 Coins drunter, also unter ihrem Marktwert zu snipen. Gilt für 87er, 88er und 86er, dass ihr hier so im 24er Bereich seid, hier im 16er Bereich und hier so im 12er Bereich. Dann seid ihr gut eingedeckt und für Sonntag bin ich auf jeden Fall gespannt, was da kommt. Ansonsten sehen wir uns morgen wieder, Freunde. Lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da, haut da rein, schönen Abend, schönes Wochenende und Peace. In the morning, just so I could race, yeah. Straight baguette, shook on my neck like a neck brace, yeah. The jewelry up on my last watch, but until my next thing, yeah. It's real, tell him he pussy, he got a sex chain, yeah. Take my heights, I need drink, I need perks, I can't think. Used to be broke, made it work, living at work, over the sake. I'm